Herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Copter Pro. Heute zeigen wir euch mal, wie man bei der DJI Mavic 2 Enterprise Advanced bzw. bei allen DJI Drohnen die Bilder von der Drohne nachher runterziehen kann. Es gibt nämlich drei Varianten und wie das Ganze funktioniert, seht ihr in diesem Video. So, wie ziehe ich die Bilder von der SD-Karte der Drohne auf meinen Computer zum Beispiel oder auf mein Handy? So, das geht folgendermaßen. Also, ich habe einmal eine SD-Karte in der Fernsteuerung. Das habe ich in einem vorherigen Video schon mal erklärt, warum man auch eine in der Fernsteuerung haben sollte. Seht ihr hier auch das Video hier unten drunter an unserem Kanal. Und ihr habt eine SD-Karte in der Drohne drin. Dann muss man quasi hier diese kleine Kappe abnehmen. Hier sitzt die SD-Karte drin. So, doch bevor wir das machen, wichtiger Punkt, müssen wir erstmal hingehen. Wir gehen hier auf unserem Bildschirm. So, und jetzt haben wir hier diese Play-Taste. Und die zeigt uns ja logischerweise die Fotos an, die auf der SD-Karte sind. Ich gehe jetzt hin und lade mir die Fotos runter. Ich zeige es nochmal kurz hier über den Download-File. Entweder ich teile sie, ja, das geht auch. Dafür muss ich aber ein Android-fähiges Gerät haben oder ich lade sie hier quasi runter über den Download-File und das Video wird heruntergeladen. Beziehungsweise das ist ein Bild und das Video genauso. So, jetzt erst habe ich die Datei auf meiner SD-Karte. So, wenn ich jetzt hingehe, hier an meine Drohne, hole die SD-Karte aus der Drohne raus, wieder hier unten den kleinen Schlitz aufmache, hole die SD-Karte raus. Ich muss den Speicherort richtig gewählt haben, das habe ich euch auch im vorherigen Video mal erklärt. Habe die SD-Karte hier, ist für mich die simpelste Variante, diese Stecker hier. Und zwar, wir haben einmal unsere SD-Karte, 128 GB SanDisk Extreme. Ihr habt hier einen Adapter, hier die SD-Karte. Der Adapter kommt hier unten rein, die Micro-SD-Karte rein und den steckt ihr in euer iPhone. Habt ihr die Bilder sofort auf dem Handy. Oder das Ganze gibt es auch für Android. Hat dann oben einfach ein USB-C oder halt einen Stecker für die Samsung-Handys oder sowas. Und dann könnt ihr das so machen. Das ist Variante 1. Für mich am einfachsten. So, also dieser Stecker, Amazon, 20 Euro. Also das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Und den gibt es, wie gesagt, für alle Handys. So, dann habe ich noch eine Variante. So, ich kann jetzt hingehen, ich mache die SD-Karte hier mal nochmal rein. Ich kann einmal hingehen und kann meine Fernsteuerung per USB-C mit meinem Computer verbinden. Das ginge auch. Das heißt, ich nehme hier unten einfach das Kabel, das ich dabei habe, wo ich die Fernsteuerung lade, hier ran, steckt das in meinen Computer rein, egal ob bei Apple oder Windows, und übertrage mir die Bilder so. Muss er aber auch vorher runtergeladen haben. Das ist Variante 2. Variante 3. Ihr habt jetzt zum Beispiel, weil das ist die häufig gestellte Frage, das andere ist eigentlich relativ easy, ihr habt zum Beispiel Bilder gemacht, hattet aber noch gar keine SD-Karte in der Drohne drin und den Speicher oder eine SD-Karte drin, aber den Speicherort noch auf interner Speicher gelegt. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber das kriegen wir auch hin. Das bedeutet, wir gehen wieder hier auf unsere Play-Taste, laden uns jetzt wieder ein Bild runter oder sehen jetzt hier, die zwei Bilder sind zum Beispiel runtergeladen. Ja? Oder wir können es auch alle auswählen, runterladen. So. Das ist dann im Prinzip egal. Ich gehe jetzt mal nochmal da drin, damit ihr das ganz genau versteht. Wir wählen hier oben noch einmal interner Speicher, weil da sind sie ja nachher bei euch gespeichert. So, jetzt nehmen wir mal ein Bild, weil das nicht so groß ist. Laden das Ganze hier runter. Jetzt haben wir das Bild einmal heruntergeladen und haben das Foto. So. Jetzt haben wir dieses Foto einmal runtergeladen und das Foto ist in unserer App quasi drin. Wir gehen jetzt einmal ganz zurück und drücken hier auf dieses Viereck. Dieses Viereck bringt uns in unser Betriebssystem quasi. Und jetzt haben wir hier den Dateimanager. Da gehe ich drauf. Voraussetzung hierfür ist, dass ihr jetzt eine SD-Karte in der Fernsteuerung habt. Danach könnt ihr das wieder ganz normal auf den PC übertragen mit dieser SD-Karte. Aber erstmal müsst ihr eine SD-Karte oben in die Fernsteuerung machen. Und jetzt könnt ihr auswählen, zum Beispiel Bilder. Und jetzt habe ich die Bilder über Cache Image, die ich hier
runtergeladen habe, eben über den Download-File. Und die kann ich jetzt zum Beispiel hier ziehen, also auswählen, wähle die mal aus. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ich muss es euch nochmal hier zeigen, diese zu verschieben. Und zwar auf die SD-Karte von SanDisk, die in der Fernsteuerung ist. Und da verschiebe ich die hin. Und jetzt habe ich die ganzen Fotos auf der SD-Karte. Und das ist im Prinzip, nochmal um das kurz zusammenzufassen, ich habe Bilder gemacht, hatte noch keine SD-Karte in der Drohne drin, sondern nur den internen Speicher. Ich ziehe dann quasi die Fotos, lade sie mir erstmal runter, ziehe sie dann über den Dateimanager, genauso wie Videos, auf meine SD-Karte in der Fernsteuerung, damit die Bilder nicht verloren sind. Weil sonst kriegt ihr sie anders, kriegt ihr sie nicht runter. Klar, ihr kriegt sie noch runter über die Fernsteuerung an den Computer anschließen. Wenn ihr sie aber übergeben wollt auf einer SD-Karte, müsst ihr es zwangsläufig so machen. Und dann habt ihr die Dateien hier auf der SD-Karte, die in den Computer rein, ins Handy rein und dann habt ihr die ganzen Bilder. Hochauflösend logischerweise. So, das war's zu diesem Video. Falls ihr Fragen habt zur Bildübertragung, Bildbearbeitung, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Alex von Copter Pro.